Wir wechseln jetzt zu Linus, Aaron und Benjamin. Linus ist Romantiker, glaube ich, ebenfalls, wie so einige andere Sims auch, was der Würfel so entschieden hat. Ich glaube, er hat als Nebenlaufbahn auch noch Spaß abbekommen oder sowas. Korrekt. Oh, wo hat er denn die ganzen Punkte her? Heidewitzka. Oh, wir hätten hier einen Zeichentisch. Und auch einen Kokosnussflipper. Wie gesagt, die Teile sind halt so riesig und so hässlich. Ich habe immer keine Lust, die zu platzieren. Ja, waren wir jetzt hier an der zweiten Karriere am Arbeiten oder... Er war, glaube ich, erst einmal gefeuert worden. Warum tangiert es ihn? Ah, das sind seine Söhne. Wirklich? Ja, okay, das sind seine Söhne. Es ist wild. Was war die andere Belohnung? Architekt, ne? Kann sein, dass er da gefeuert wurde. Schauen wir nach. Müsste ja hier irgendwo eine Erinnerung darüber geben. Das ist noch Amy. Degradierung. Förderung. Förderung. Arbeit gefunden. Okay. Und davor? Nee, da ist er noch an der Uni. Versuche das jetzt zu rekonstruieren. Ob er jetzt seine zweite... Warte, hier ist die Erinnerung darüber, dass er die Spitze der Karriere erreicht hat. Dann ist er in die Bildungskarriere gewechselt. Dann ist er... Hat er anscheinend den Job auch verloren? Ich weiß es nicht. Wir haben lebenslange Platinlaufbahn erreicht. Ich habe das, glaube ich, mit den Lebenszielen noch nie auf dem Schirm gehabt. Spitze der Faulenzer-Karriere. Dann sind wir hier aber komplett falsch, was er da gerade bekommen hat, ne? Wir den Job eigentlich auch wechseln. Ja, den wird er verloren haben. Dann wird er in die Bauzeichnergeschichte gewechselt sein. Ist er auch noch da, alles klar. Aber wenn er Faulenzer werden will, dann sollten wir ihm vielleicht zusehen, dass wir den Job auch für ihn organisiert bekommen, ne? Das habe ich vollkommen übersehen. Das hatte ich gestern in den Regeln gelesen, dass für den erfüllten Lebensstil auch irgendwie Punkte winken. Ich weiß nur nicht mehr, wie viel. Ich muss das heute Nachmittag nach dem Stream alles mal hübsch und ordentlich und nachvollziehbar machen, damit wir dann noch alles verstehen können, was ich so getan und nicht getan habe. Es würde jetzt schon, oder ist jetzt eigentlich fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, das im Einzelnen nachzuvollziehen, wer welche Sache erreicht hat, wer wie viele Punkte für was gekriegt hat, weil zum Beispiel Spitze der Karriere gibt zwei Punkte insgesamt, also jeweils ein Punkt für das Erreichen des Karriereziels, aber halt maximal zwei pro Sim und ja, das ist dann irgendwann ein bisschen undurchsichtig, wer schon beide Karrierespitzen erreicht hat und wer nicht. Ich meine, solange sie leben, können wir noch in den Erinnerungen wühlen, aber danach wird es schwierig. Okay. Vielleicht ein bisschen was zu futtern. Und genau, die beiden waren an der Spitze ihrer Karriere jeweils. Die haben aber nur einmal die Spitze erreicht, ne? Spitze Sport. Weil der eine ist relativ viel, Aaron ist, glaube ich, recht viel gefeuert worden am Anfang. Hat also da etwas Schwierigkeiten gehabt, einen Job dauerhaft zu behalten. Die Adoption von Oscar.
Oder war es Benjamin, der immer geflogen ist? Nee, hier ist einmal Job verloren. Ah, doch. Das war hier. Gut, dann haben die nur einmal die Spitze der Karriere erreicht, was okay ist. So, du Romantiker. Sollen wir vielleicht mal die. Wann musst du denn zur Arbeit? Früh, da brauchen wir die Heiratsvermittlung noch nicht mal irgendwie bemühen. Ja, Dude, wir haben mehr als eine Toilette in dem Haus. Und das ist dein Ehemann, der da badet. Da kannst du ruhig auf die Toilette gehen. Wirklich, trust me. Der wird nicht empört sein. Okay, aber wenn er schon lebenslange Zufriedenheit erreicht hat, ist es. Wie kommt es denn? Kriegen die lebenslange Zufriedenheit, weil wir alle Punkte vergeben haben, die es so gab? Oder wie kommt man daran? Auf jeden Fall kriegen wir, wenn er stirbt, ein Platin-Grab. Ja, das noch nicht. Was ist eigentlich sein Medienmagnat? Ich hab gefühlt diesen Lebensziel noch nie wahrgenommen. Kann mich nicht daran erinnern. 50 erste Dates haben. Was ist denn mit ihm falsch? Okay. Okay. Kein Problem. Gut, habe ich das ja, okay. Was sagen die Regeln? Wie ist die Formulierung da genau? Okay. Also es gäbe 30 Punkte, wenn alle Sims in der Nachbarschaft während der Challenge ihr Lebensziel erreichen. Außer die Sims, die schon als Knacker im Krass erstellt wurden. Ja, dann können wir nur noch hoffen, dass wir die 20 Punkte erreichen. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass gut Rüdiger fällt raus, aber die beiden werden es nicht erreichen. Das heißt, wir haben, wenn die beiden, also haben wir nur noch drei Sims frei, die das Ziel dann nicht erreichen können dürfen. Damit wir noch 20 Punkte kriegen. Gut, verkackt! Ich bin mir nicht sicher, ob wir erst 50 erste Dates, das ist ja lächerlich. Kriegen wir nicht mehr hin. Ja, das kriegen wir definitiv nicht mehr hin. Wir müssten doch durch ihre Enkelkinder auch ein paar Pünktchen bekommen haben, ne? Tja. Aaron hat frei, hat Benjamin auch frei. Benjamin hat auch frei. Als ob die sich abgesprochen hätten, ne? Ups. Hä? Ich wollte gerade sagen, wen habe ich denn jetzt angeklickt? Nee. Hallo, stopp. Ich will doch bloß. Ja, räumt mal auf. Jetzt wollen sie alle zu. Haben wir keine Geschirrspülmaschine? Wie ist das jetzt passiert? Das war ich aber nicht. Aber es ist okay. Ihr solltet aber nicht das ganze Date verschlafen. Das wäre nicht so gut. So. Er wünscht sich ein traumhaftes Date. Er wünscht sich auch. Okay. Schlechte Mächte hatten wir eigentlich gerade erledigt, aber gut. Wenn das nicht als Wunsch da war, kann ich da auch nichts für. So, traumhaftes Date erreicht. Wir können das Date beenden. Wo ist es? Da. So. Ich möchte eine Sportparty veranstalten. Ist ja nicht.
Haben wir eigentlich hier irgendeine Karrierebelohnung, die wir behalten möchten, bevor sie versterben? Wort sagt, könnte man eventuell noch gebrauchen. Was macht die? Goldener Schatz. Keine Ahnung, bringt mir das irgendwas? Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Bringt es mir Deko? Kann ich es verkaufen? Es bringt mir gar nichts. Keine Ahnung, was das Ding macht. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Okay, Linus hat eine Beförderung bekommen. Ja, Niki, halt, stopp. Was ist mit ihr? Hä? Was war das jetzt? Warum haben die sich so überschwänglich begrüßt? Ja, Blind Date, das perfekt. Okay. Nadine Linden. In einem leicht angeranzten Schlafanzug. Okay. Die Manieren hat sie anscheinend auch keine. Sollte es nicht ein Date zwischen den beiden geben? Bin verwirrt. Gaslaufbahn, oh Gott, das ist echt so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, was geht. Könnte vielleicht mal irgendwer ans Telefon gehen, vielleicht auch nicht gerade Linus. Was haben wir hier noch offen? Tanzen, echt jetzt. Gut. Können wir jetzt ans Eingemachte gehen? So ein bisschen. Okay. Okay, die sind noch nicht verliebt, also würde es mit einem Techtelmechtel im Whirlpool auch noch nicht klappen. Ich habe eine eigene Firma und für Sims wie dich habe ich immer einen Job. Benjamin, hättest du Lust, in der Branche Geheimdienst als Spurensicherung zu arbeiten? Das ist ein gutes Angebot, schließlich müsstest du woanders ganz unten anfangen. Benjamin ist an der Spitze seiner Karriere. An der Spitze. Ich habe keine Ahnung, wo Spurensicherung auf der Geheimdienstleiter ist, aber in Anbetracht dessen, dass er Senior ist, kann das keine vollwertige Karriere mehr sein. Eigentlich. Also nein. Nein. Einfach nein. Ja gut, freundschaftlich wird uns definitiv die große Liebe bringen. Okay, bei ihr hat es jetzt gefunkt, aber bei ihm noch nicht. Jetzt. So. Dann bitten wir Nadine doch mitzubaden. Ja, Niki, da kommst du ein bisschen spät. Eier sind hier leider nicht ohne weiteres möglich. Verabschieden von Nadine. Jetzt kommt sie mit einer Karaoke-Maschine nach Hause, ich wette. Also zurück nach Hause.
Ja, also so. Ihr wisst, was ich meine. Okay, nö, nur ein Blumenstrauß. Ist klar. Pinguin, wir haben Herbst. Ich weiß nicht, dieser Pinguin ist irgendwie besoffen. Der konnte früher auch schon mal besser laufen. Keine Ahnung, was es mit dem Blut ist. Ich meine, es könnte ja sehr, sehr glatt und rutschig auf den Platten sein, aber es ist nicht so ganz glaubwürdig tatsächlich. So, wir können ja nochmal jemanden um ein Date bitten. Wie wär's mit Marie Lauscher? Oder war da irgendwas mit Betrug? Ah, es ist mitten in der Nacht. Okay. Ja, kein Problem. Verstehe ich natürlich. Kommt dann leider gleich die Fahrgemeinschaft. Er will nicht zur Arbeit gehen. Können wir vielleicht hinkriegen, weil er hat noch ein paar Urlaubstage. Wie wäre es mit John gehen? Ja. Okay, wir müssen das irgendwie auf Platin hochkriegen. Ich habe keine Ahnung. Wie viel ist denn die maximale Lebensdauer von den Sims hier? 90 Tage sind das nämlich, glaube ich, nee. Okay, du willst dann doch zur Arbeit. Oh, hallo, Colini. Er hat einfach die Post auf den Boden gelegt, weil er nicht an den Briefkasten kam. Cool. Bin mir nicht sicher, ob sowas erlaubt ist. Auch bei den Sims gibt es dafür sicherlich einen Rüffel, oder? Jetzt mal ohne Flachs, was hat die Tiki-Figur für einen Job? Der ideale Einrichtungsgegenstand für jedes Heim. Ja, gut. Dann ist es nur eine nette Deko. Keine Ahnung. Auto. Ich finde die Hupe ziemlich lächerlich im Vergleich zum Aussehen des Autos. Ist er durch den Kofferraum eingestiegen oder wie ist er in das Auto gekommen? Okay, Linus ist jetzt Partner im Architekturbüro. Wir haben immer noch nicht geguckt, ob wir die Faulenzer-Karriere nun kriegen können noch. Müssen wir hinkriegen, bevor er altert. Hier gibt es am Computer welche. Showbusiness, Naturwissenschaft, Wissenschaft, Gesetzeshüter, Sportler. Okay, auch heute nicht. Nein, Benjamin ist nicht da. Komm, wir bitten hier nochmal jemanden um ein Date. Marie Lauscher. Und der Anrufbeantworter. Das war das Date von vorhin. Die Nadine. Fragen wir doch mal Niki, ob sie Lust hat. Gut. Das Telefon klingelt in einem weg, ne? Es hört gar nicht mehr auf. Was ist hier passiert? Hände klatschen geht zu weit, oder was? Das begonnen.
nicht. Okay, wir versuchen es mal. Wir können auch keinen schmutzigen Witz erzählen. Ja, dann müssen wir fast ein Spielzeug kaufen, ha? Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Außer mit, können wir schon tanzen? Abknutschen, das ist bestimmt überhaupt nicht peinlich oder so, ne? Nein, kein bisschen. Alles klar. So. Es wäre auf jeden Fall schon mal ein traumhaftes Date. Weil so viel fehlt eigentlich auch nicht mehr in der zweiten Leiste, aber man kriegt sie immer nicht so richtig aktiv voll. Das würde dann bedeuten, dass wir hier noch ein zweites Date veranschlagen müssten, was ein bisschen doof ist. Vielleicht auch nicht. Nein, eventuell auch nicht. Wir haben eine sehr gute Freundschaft etabliert. Jetzt müssen sie sich nur noch verlieben. Jetzt beide verliebt? Jawohl. Ja, es hat geklappt. Schauen wir, ob wir das auch noch hinkriegen. Bitten mitzubehandeln. Ja, setze ich auf die falsche Seite. Kein Problem. So. Techtelmechtel mit 20 verschiedenen Sims. Na, ob wir das hinbekommen, ist was anderes. Es ist schon spät, sie macht die Düse. Warum sitzt er da eigentlich immer noch? Er könnte doch schon längst schlafen. Ach, Benjamin. Aaron ist ausgeschlafen. Tja, was machen wir mit ihm? Wir könnten ihn ja mal fragen, ob er hier ein bisschen werkeln möchte. Minimaler Gewinn, wenn wir den so verkaufen. Aber es ist, so kann man das Geld auch vermehren. Vorausgesetzt, er baut sehr viele. Und sehr, sehr, sehr ausdauernd. Das muss gleich wieder muss jetzt zur Arbeit. Ja, das stimmt. Frisch geduscht, das ist immer angenehm. Und vor allem frisch geduscht in ein frisch bezogenes Bett ist das Beste. Muss noch einer? Oh, du musst auch zur Arbeit. Hoppala. Noch jemand, der zur Arbeit muss? Du nicht. Erst später, alles klar. Ich empfinde die Statue als zu gruselig. Ich will sie nicht haben. Wenn du joggen gehen willst, geh doch joggen. Okay, Linus. Bei der Durchsicht von Bewerbungsschreiben fällt Linus ein sehr interessanter Lebenslauf in die Hände. Ein Architekt aus dem Simigistan
Mit mehrjähriger Berufserfahrung hat sich als technischer Zeichner beworben. Dieser Bewerber wäre mit Sicherheit ein großartiger Zeichner, der für einen sehr geringen Lohn arbeiten würde, aber leider verfügt er nicht über die Prüfbescheinigung des Architektenausschusses von SimCity. Es wäre eine Schande, sich einen derart begabten Kandidaten entgehen zu lassen. Aber wenn der Ausschuss von der fehlenden Bescheinigung erfährt, wird die Firma einer Geldstrafe belegt. Was soll Linus tun? Ja, also, nee, einstellen geht eigentlich nicht. Idealerweise dafür plädieren, dass er diese Bescheinigung bekommt. Wir stellen ihn trotzdem mal ein. Als Dank erhält Linus 3000 Simoleons. Ja, gut. Ja, da kann man mit leben, mit 3000 Simoleons, ne? Mit dem Hund. Irgendwie steht der Briefkasten da doof. Kann das sein? Können wir den woanders hinstellen? Und die Mülltonne vielleicht auch. Klappt das vielleicht mit dem Ein- und Aussteigen auch besser vom Auto? Okay, Linus wurde befördert zum Meisterarchitekt. Aaron hat eine Arbeitskollegin mitgebracht, alles klar. Die ist doch bestimmt auch für ein Date zu haben, oder? Sogar ganz hübsch. Ja, die Kindermädchen, die manchmal kriegen die nicht mit, wann Feierabend ist irgendwie. Manchmal hängen die sich aber auch auf. Und dann, ja, rühren die sich halt nicht mehr vom Fleck und das Auto kommt auch nicht und dann hilft dann eigentlich nur zurücksetzen. Dann kommt auch irgendwann das Auto und nimmt sie wieder mit. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Ich bin Margareta. Da Maria sich letztens so gut mit dir amüsiert hat, wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, mit in die Downtown zu gehen. Nein. Ich möchte mit einer Hexe nichts zu tun haben. Nichts für ungut. Und schon gar nicht mit der krass bösen Hexe. Das ist mir zu viel. Okay, dann war sie immerhin so freundlich, dass sie die Uhrzeit mit angepasst hat. Ich habe es auch schon gehabt, dass die einfach zu dem vereinbarten Termin von vor der Beförderung gekommen sind. Ist halt auch nicht so geil. Da muss man den einmal Termin absagen und sie praktisch neu bestellen. Was scheiße ist, wenn man eigentlich schon fast auf der Arbeit sein müsste. Haben wir auch schon erleben können. So, jetzt klappt es mit dem Ein- und Aussteigen auch. Sehr gut. Haben wir hier noch auf dem Tanzen, okay. Haben wir als Option noch nicht zur Verfügung. Oho. Da knistert es. Okay, da ist Stehbus. I, was will sie nicht? Dann nicht. Dann nicht. Nein, Aaron ist nicht da. Egal, wer anruft, ist keiner da. Sind alle weggegangen. Wir müssen auch auf den Telefonstördienst warten. Ganz bestimmt. Nein, nicht schmeicheln. Oh. Okay, also nochmal Stehblus anscheinend. Keine Ahnung. Husen? Will sie nicht? Hände tiefer gleiten lassen? Bestimmt auch nicht. Dann vielleicht Kopf auf Schulter? Nein. Sie mag das anscheinend alles nicht. Ikra!
Frida! In der Kranbas steht das Ola wah 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 Kanus, ja? Jetzt ja, aber du... Wir haben die Wahl zwischen einem Auto kaufen und ein Spielzeug kaufen, anscheinend. Hier, nee, wah! We go! Ach, Toiletten werden überbewertet. Niemand braucht eine Toilette. Huch, wer bist du denn? Lucy. Hallo, Lucy. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise darfst du eine Toilette benutzen. Okay, ja. So richtig überzeugen davon können wir sie nicht. Wir könnten hier sogar Süßholz raspeln. Süßholz raspeln wird im Übrigen auch, obwohl es unter Reden ist, als romantische Interaktion aufgefasst. Solltet ihr noch eine Liebschaft auf dem Grundstück haben, dann passt auf. Könnte nach hinten losgehen. Okay, schmeicheln macht sie jetzt mit. Würde sie... Okay, das schaffen wir wahrscheinlich zeitlich nicht mehr, ne? Schmusen? Okay, wird nicht mehr erfüllt. Okay, ja, wir haben noch 3 Sekunden. Das wird wohl nichts mehr. Mit einem noch besseren Date, aber ist okay. Ja, gut, die macht jetzt die Düse, die Liebe. Wie heißt sie? Regina! Oh, wir brauchen hier einen Kreativitätspunkt. Aber zum Glück ist noch Herbst. Herbst ist OP, was Fähigkeitenpunkte angeht. Oder auch wahrscheinlich Hausaufgaben, genauso wie die College-Sachen. Ja. Wir brauchen immer noch einen Punkt. Beziehungsweise wir wollten für ihn ja immer noch die Vollenzer-Karriere finden. Okay, der Computer ist kaputt. Du hast leider keinen Urlaubstag, das heißt, ich muss dich zur Arbeit schicken. Nein, Hermione, dein Papa muss zur Arbeit. Und einer deiner Opas muss auch zur Arbeit. Kein Problem. Oh, Rosa ist da. Wann ist Rosa denn zu Besuch gekommen? So, wir bauen jetzt hier weiter die Spielzeugroboter. Für 60? Warum? Okay, weil er noch keinen einzigen gebaut hat oder so. Anscheinend. Sind alle bei Aaron im Inventar gelandet. Gut. Aber schön, dass sich Benjamin auch wünscht, da was zu bekommen. Okay, SimCity sucht einen Architekten für das neue Rathaus und Linus hatte beschlossen, seine Pläne einzureichen, die begeistert aufgenommen wurden. Heute möchte der Stadtrat die endgültigen Modelle sehen und eine Entscheidung über den zukünftigen Vertragspartner treffen. Kurz vor der Präsentation bemerkt Linus, dass das Modell der Konkurrenz unbeaufsichtigt ist. Es wäre ein leichtes für Linus, einige geringfügige Änderungen daran vorzunehmen. Was soll er tun? Das Modell verändern oder es nicht anfassen? Es läuft ja unter der Prämisse, dass die anderen sein Modell nicht verändern haben, aber wir fassen es nicht an, ne? Es ist nicht nötig, das Modell der Konkurrenz zu verändern, wenn du willst, wenn du weißt, dass dein eigener Entwurf um Längen besser ist. Es ist also keine Überraschung für Linus, dass der Stadtrat von seiner Arbeit begeistert ist. Man hat sich innerhalb weniger Minuten einig, dass dies das Rathaus ist, von dem die Stadt immer geträumt hat. Linus erhält den Vertrag und einen beträchtlichen Bonus von 15.000 Simoleons obendrauf. Hat sich gelohnt, es nicht anzufassen. Jo, da ist deine Fahrgemeinschaft, Benjamin. Möchtest du die nehmen? Ja, das sieht ganz danach aus. So, gucken wir mal. Finden wir die Faulenzer-Karriere. Hier reparieren, reparieren.
Musik? Nein. Gamer? Nein. Bildung auch nicht. Militär genauso wenig. Gesetzeshüter? Keine Faulenzer-Karriere. Ja, cool. Ah, Maria Flieder war da. Wir könnten. Nee, 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 nee. Ja, nochmal hier jemanden von. Was ist denn mit Marie? Ist Marie, hat Marie irgendwas mitbekommen von wegen Betrug und so? Sieht irgendwie stark danach aus, muss ich sagen. Warum liegt hier Müll, wenn jemand die Tonne umgekippt hat? Ist ja nett. Ich habe keine Ahnung, wie lange ein Vampir lebt. Bei Sims 3 sterben die ja irgendwann sehr, sehr, sehr spät, glaube ich. Aber bei Sims 2 bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay, Kreativität maximieren. Da bin ich doch dabei. Potenziell. Aber die hatten wir doch eigentlich schon im Whirlpool einmal näher kennengelernt, oder? Ich komme ein bisschen durcheinander. Hallo? Okay, hä? Warum wollen Sie? Was ist denn los? Ich wollte gerade sagen, warum haben Sie sich jetzt nicht verabschiedet? Der andere Arbeitszeiten von 10 bis 16 Uhr. Okay. Kriegen wir. Es ist mitten in der Nacht, also kriegen wir kein Date mehr organisiert. Deine Schwester ist ja jetzt der Vampir geworden. Ja. Ja. Gut, jetzt haben die Kleinen zumindest beide Elternteile als Vampir. Also es ist zumindest schon mal konsequent, ne? Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Oh Gott. Aber es dauert ja noch etwas, bis wir den Haushalt wieder spielen werden. Schauen wir noch mal in die Jobs rein. Tanz, Künstler, Faulenzer angenommen. Ja. Okay, wir sind jetzt Tankstellenwart. Mit einem richtig guten Einkommen. Ich. Aber dann haben wir ja noch ein paar Minuten Zeit für das ein oder andere Date. Und zwar würde ich noch mal Regina einladen. Ist sie gute? Er wünscht sich sogar die Spitze der Faulenzer-Karriere zu erreichen. Das ist, denke ich mal, von Vorteil, wenn wir diesen Wunsch noch erreichen wollen. Gut, sie möchte die Nuss nicht heiraten. Ihr Bescheid. Hallo.
Was guckt er, hä? Hä? Ist er eifersüchtig? Ich glaube, da gab es wieder so leichte Ortungsprobleme, wie man... Ja, ja, so macht man das. Also Leute, ne, wenn ihr eurem Partner mal den Rücken trauen wollt, so macht man das. Ne? Erstmal Schultern auskugeln, Handgelenke verdrehen und 2 Meter Sicherheitsabstand halten. Dann wird ein Schuh draus. Mal verliebt. Zweimal verliebt. Und beide bitte einmal in den Whirlpool. Im Schneegestöber. Wer kennt es nicht? So, sich einmal wieder verabschieden. Ich habe auch gefühlt früher mehr Geschenke von Dates bekommen. Aber vielleicht lag das daran, dass ich meistens Leute aus meiner, also Sims, die ich selber gespielt habe, gedatet habe oder ähnliches, wo dann einfach schon mehr Geld vorhanden ist. Was ist los mit ihm? Okay, er hat jetzt anscheinend den bronzenen Dingsbums-Orden gekriegt. Ja. Robo können wir fertigen. Der kann einige Haushaltsarbeiten erledigen. Nee. Jetzt wollen sie es aber wissen. Ruft noch jemand an und möchte nach Downtown fahren? Das wäre ein bisschen viel auf einmal, oder nicht? Okay, Linus, seine Fahrgemeinschaft fährt gleich in einer Stunde. Die Designlaune ist katastrophal. Du kriegst doch eine Lebensmittelvergiftung. Also, wir haben dich schon so gerne, dass du auch gerne was Frisches essen darfst, was nicht verdorben ist, Benjamin. Es tut wirklich nicht Not, dass du dann hier die ganze Zeit am Rumkotzen bist. Dann bau doch mal so einen Robo. Einen fertigen Putzrobo oder ein Hydrorobo? Macht der Hydrorobo Blumengießen oder Feuer löschen? Grün. Ich möchte den Putzrobo in grün haben. Okay, Linus ist jetzt Verkäufer. Oh, noch irgendwas. Charisma. Ey, ich hoffe, der braucht nicht viel Charisma, ne? Gerade die Fähigkeit noch rausgesucht, die er irgendwie am wenigsten von allen hat, ne? Ja, wenn Aaron sich in ein Zimmer legt, wo jemand gerade am Spiegel reden übt, da ist das Schlafen ein bisschen schwer, wenn die ganze Zeit da jemand quatscht, ne? Also, eine potenziell. Oh, und da muss er schon wieder zur Arbeit. Mal gucken. Noch eine Beförderung? Boah, vielleicht. Nein. Ich hab dieses Geräusch gehört. Wo? Nein, aber... ein Minuspunkt. Wir haben einen Minuspunkt. Dann sollte ich aber zusehen, dass hier nicht auch noch ein Schmusehäschen runterploppt.
Okay, wir haben einen Minuspunkt. Aber immerhin gibt es nicht so viel, allzu viele Sachen Minuspunkte, von daher ist es durchaus verschmerzbar. Aber du könntest den Roboter jetzt ja weiterbauen, ne? Weiter Putzrobos bauen. Oh, der ist groß. Doch, aber an den kann ich mich erinnern. Ganz dunkel. Sieh. Ah, man kann den Roboter selber nicht nehmen, aber die Station, auf der er steht. Schalten wir ihn nochmal ein. Gucken wir, was passiert. Er saugt Pfützen weg. Doch an den erinnere ich mich ganz entfernt. Es ist nur verdammt lange her, dass ich die Dinger mal benutzt habe. Okay, Linus ist jetzt Angestellter im Plattenladen. Ja, grün, das ist eine schöne grüne Farbe. Benjamin schreitet stolz an Deck seiner Solarpanzerschiffes entlang, als plötzlich die Sirenen des Schiffes ertönen und die Crewmitglieder an ihre Position eilen. Lagericht, Mr. Wu, okay, ruft Benjamin. Zwei Schiffe, Sir, antwortet Wu. Das eine scheint auf der Flucht zu sein und das zweite ist auch ein Piratenschiff. Nun muss Benjamin sich entscheiden. Soll er versuchen, das flüchtende Schiff vor den gegnerischen Piraten zu kapern oder doch lieber den Helden spielen und das Schiff vor den Piraten retten? Die Piraten angreifen. Okay, Schiffe zum Erobern gibt es immer, aber Benjamin kann einfach nicht ausstehen, wenn andere Piraten in seinem Revier auf Jagd gehen. Sofort lässt Benjamin die Waffensysteme hochfahren und öffnet das Feuer auf das gegnerische Piratenschiff. Schon bald ist das Schiff kampfunfähig und Benjamin und seine Mannen, okay. Gibt's dort keine Frauen? Oder andere? Stürmen an Bord. Die Piraten kapitulieren und verzichten auf das andere Schiff. Benjamin teilt dem Ministerium für Abenteuer mit, dass er nun zwei Piratenschiffe besitzt. Für solch einen Einsatz erhält Benjamin einen Bonus von 32.000 Simoleons. Cool. Das sind 32% von einem weiteren Punkt. Der Dude gießt wahrscheinlich Blumen, oder? Potenziell. Könnte ich mir vorstellen. Oder löscht er Feuer? Ich weiß nicht, was macht er? Okay, Linus schläft noch ganz selig und ruhig in seinem Bettchen. In Anbetracht dessen, dass er bestimmt noch das ein oder andere Mal befördert wird, braucht er sicherlich noch mehr Charisma. Und noch einen weiteren Punkt halte ich für sehr, sehr sinnvoll. So. Das Bett brauchst du nicht machen, das ist okay. Aber wie wär's dann? Kennen wir noch irgendeinen Sim, der nicht Nein sagt, wenn wir ihn um dieser Uhrzeit nach einem Date fragen? Ich fürchte, wir kennen keinen Vampir, ne? Ja, gut. Dann nicht. Hohoho. Hast du wieder eine Pfütze weggesaugt? Cool.
Oh, er will gut aufwachsen. Ja, das wird er gerade so hinkriegen, glaube ich. Er wird gerade so gut altern können. Warum kriegt er nur so wenig Simoleons für ein Bild, obwohl er fast Maximum an Kreativität hat? Das geht doch auch nicht mit rechten Dingen zu, oder? Auf zur Arbeit. Und zur nächsten Beförderung. Oder so. Die beiden könnten, glaube ich, ein Robotergeschäft aufmachen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das so viel Geld abwirfen wird. Ich weiß auch nicht, wie lange sie noch leben. Linus wird von seiner Chefin beauftragt, eine Band für den Laden zu besorgen. Schon die ersten beiden Bands, die gemeinen Lamas und die wilden Machos, die zum Vorsingen erscheinen, sind einigermaßen erträglich. Oh, wow, das klingt sehr überzeugend. Linus beschließt sich für eine der beiden zu entscheiden und verbringt den Rest des Tages damit, die Plattensammlung des Ladens nach dem Nachnamen der Schlagzeuger zu sortieren. Warum? Okay, wir nehmen die gemeinen Lamas. Linus erhält 2 Charisma-Punkte. Ja, cool. Oh, hat schon jemand den bronzenen Orden gekriegt. Er scheint da voll drin aufzugehen im Basteln. Ist das seine Leidenschaft als Hobby auch? Oh ja, deswegen wünscht er sich das, alles klar. Benjamin ist dann doch mehr beim Sport zu Hause, zur Arbeit. Linus wurde befördert zu DJ und hat einen Kollegen mitgebracht. Colin Kreutz. Kenne ich nicht. Die haben irgendwie genau die gleiche Stimme, ne? Die bleiben mal hier. Richtig, ich wollte bei den beiden Knackern noch die Freundschaften irgendwie pushen. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch hinkriegen werde. Bräuchte nämlich das maximale Einflusslevel. Also wir laden eine Gruppe zu einem Ausflug ein. Ja. Die anderen sind nicht gekommen. Aber wenn ich schon mit dem befreundet bin. Ah, okay, mit ihr bin ich tatsächlich nicht mehr befreundet. Gut. Und da würde ich dann tatsächlich auch noch ein Taxi rufen. Naja, wie ins Fitnesscenter ist ein bisschen doof. Land der Melodien, wie wär's da mit? Fahren wir mal dorthin. Vielleicht finden wir ja noch jemanden, der sich der Gemeinschaftsgruppe anschließen möchte. Der Bock auf ein bisschen Spaß hat. Aber immerhin ist das kein... Ich sag mal, keine globale Aufgabe, sondern man kriegt halt für jeden Sim, der es geschafft hat, einen Punkt und nicht irgendwie für alle 30 oder sowas. Was ein bisschen schwierig ist. Prinzipiell ja. Was ist hier los? Wie haben die das geschafft? Wie geht das? Ach, das waren Teppiche, ne? Glaube ich. I don't know. Bei den Betten eigentlich sind da so 2, 3, die ich immer benutze und das sind fast die teuersten. Zeige ich gerne, wenn wir wieder auf dem Grundstück zurückgefahren sind. Nach dem Ausflug.
Hier steppt wirklich der Bär, habe ich den Eindruck. Sehr viel Musik. Ach, man kann hier aber auch sogar essen, tatsächlich. Dann schauen wir doch mal, ob wir einen Tisch kriegen für unsere Gruppe. Oh, warte. Die Gräfin ist auch da. Wir könnten zum Prost hier, wir könnten... Nee, flirten möchte ich nicht. Kussart möchte ich auch nicht zuwerfen. Ja, dann bleibt uns nur zu prosten ohne Ende. Wir bestellen für alle... Brathähnchen. Oh, das hat aber... Das ging schnell. Brathähnchen mit Mais, mit Bohnen hoffentlich und nicht grünem Spargel. Das wäre fürchterlich. Spielen, einhappen, stehlen. Oder spielen, mit Essen werfen. Ja, eigentlich war der Plan, noch jemanden zur Gruppe hinzuzufügen, aber es ist okay. Spielen, mit Essen werfen. Nee, was? Aber warum? Wir haben doch nur mit Essen geworfen. Oder habe ich mich wieder verklickt und ich habe nichts mitbekommen? Habe ich was anderes als Essen geworfen? Habe ich eine Kusshand geworfen? Oh. Upsi. Ja, gut. Oh, da kommt wieder eine krass böse Hexe. Wie ist er da gerade rausgekommen? San? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Nancy reden möchte. Warte, wen beißt sie denn jetzt gerade? Wo ist sie? Okay, sie beißt den Kellner, alles klar. Ja, aber guck mal, sie kocht Truthahn. Ein Truthahn ist doch bestimmt sehr teuer, also... Da kann das Kindermädchen doch sicherlich auch, also... Vor allen Dingen wahrscheinlich hat sie nur eine sehr kleine Rente, ne? Also das muss man ja auch berücksichtigen. Wie viele Vampire will sie denn noch erschaffen, verdammt? Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich sie kennenlernt. Also, und schon gar nicht, ob ich mit ihr befreundet sein will. Jeden Tag ein Truthahn, das kennt man doch, ne? A Truthahn a day keeps the doctor away, ne? Und hast du jemand schon mal einen Doktor da gesehen? Außer den Therapeuten vielleicht? Oscar? Oscar! Hi, Oscar. Die Fragen, Gelegenheitsgruppe anschließen. Manche stehen hier echt nur so ein bisschen... So ein bisschen planlos in der Gegend rum. Wir können sie auch fragen, ob sie sich der Gelegenheitsgruppe anschließen möchte. Hier, Madame Knautschgesicht, höre ich ihre Stimme? Da sitzt sie. Miss Knautschgesicht. Warum ist die Stimmung runtergegangen? Ich verstehe nicht ganz. Was kriegen wir dafür? Hallo Aaron, du hast jede Menge gemeinsam mit Adelgund Kamikaze. Nein, ich möchte nicht Kamikaze. Also Nummer geben. Ja, Nummer geben ist okay. Nicht über die Kakerlaken aufregen, bitte. Wie viele Freunde brauchen wir denn noch?
6 Freunde. Ich habe, glaube ich, auf Wegscheuchen geklickt. Ich habe schon wieder auf Wegscheuchen geklickt. Ich meine, als Vampir-Barkeeper hat man es wahrscheinlich vergleichsweise leicht, außer man muss tagsüber arbeiten, ne? Dann könnte es schwierig werden. Ja, kümmere dich erstmal um die Kakerlaken, gute Idee. So, wir fahren nach Hause. Der Taxi ist in wenigen Minuten da. Ja, das wird auch Zeit. Denn es sind immer noch nicht alle Kakerlaken tot. Ich will die Grippe nicht haben und Aaron ist ziemlich müde. Ich hab dich, ich hab dich. Hier, guck mal, da ist ein Bett, da sind ganz viele Oh, du musst zur Arbeit, Linus. Okay, ja, aber das klappt dann auch mit Beförderung und alles. Hi, Susi. Können wir ja weiter verkaufen. So, es ist Sonntag. Beziehungsweise Montag. Wir speichern und wechseln die Familie.